Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review. Diesmal mit dem neuen Titan Returns, Power Master Optimus Prime und dem Autobot Airpax. Ja, die Figur habe ich freundlicherweise von Hasbro zur Verfügung gestellt bekommen, um euch natürlich vorab die Figur ein wenig näher zu bringen. Und ich bin hellauf begeistert von der neuen Toyline, auch wenn sie, also diese Figur, ein Remold von Combiner Wars Ultra Magnus ist. So muss ich sagen, ist diese Figur hier um das Dreifache, finde ich persönlich, verbessert worden. Sie hat ganz viele alte Teile, quasi die jetzt ersetzt wurden. Und ja, sie hat halt das Power Master Feature. Finde ich sehr cool. Und einige Waffen sind sehr stark natürlich an die alte Generation 1 Figur angelehnt, aber dazu gleich mehr. Wie ihr hier seht, haben wir hier den Leader Class Power Master. Und ja, gehen wir doch einfach mal ein bisschen auf die Verpackung ein. Die Verpackung ist leider ein ganz klein wenig ramponiert. Sie hat den Transport von Hasbro nicht wirklich gut überstanden. Ansonsten haben wir hier, wie gesagt, Optimus Prime mit dem Kopf, der quasi per Düsenantrieb quasi aufsetzt gerade. Unten haben wir ganz groß Power Master Optimus Prime, Leader Class. Ja, ab 8 Jahren. Und ja, was auch sehr schön ist, muss ich sagen, ist die Tatsache, dass Hasbro hier, die Kamera ein bisschen zurück, auch das richtig angezeigt hat, wie ein Triple Changer. Passt hier nicht so ganz, weil es sind halt nicht zwei Fahrzeuge, aber dazu gleich mehr. Ja, ansonsten haben wir hier an der Seite nochmal das große Artwork, richtig schön edel aufgemacht. Ja, auf der Rückseite haben wir das große Artwork, quasi, naja, Artwork ist das falsche Wort. Wir haben hier Optimus Prime in seiner Robotergestalt, dann alternativ dann noch in seinem Fahrzeugmodus. Wir sehen hier natürlich sehr viele Parallelen zum Ultra Magnus. Und was jetzt ganz neu ist, ist der Basenmodus. Dazu dann später mehr. Und wie wir hier sehen, können wir hier Apex auch vorne in den Chassis einsetzen. Finde ich sehr interessant. Es ist nicht mehr wie früher die komplette Kabine, sondern wir haben hier jetzt keinen Sitz mehr drin, wie es damals noch bei Ultra Magnus der Fall war. Nein, wir haben hier unten, man sieht es jetzt hier leider nicht, weil alles rot ist, den Kopf von Optimus Prime einmal komplett rumgeklappt. Und in den Hals setzt sich quasi Apex dann ein. Ja, und ansonsten haben wir noch rechts daneben Leader Class Blaster vorgestellt. Sentinel Prime, der Triple Changer als Voyager Class. Und man mag es kaum glauben, Hardhead als Deluxe Class Figur. Und die ist riesig. Die ist fast so groß wie eine Voyager Figur. Und deswegen bin ich sehr erstaunt. Und Nightbeat, sein Kopf, sein Headmaster, leider, leider, leider nicht mit seinem Körper, mit seinem blau-gelben Porsche. Wer weiß, vielleicht wird er irgendwann später nochmal nachgeliefert. Ja, und ansonsten, wie es halt typisch ist für die Toyline jetzt, halt das, ja, das Feature der Toyline, dass man halt die Köpfe untereinander austauschen kann. Na? Und hier sieht man es dann nochmal, ist komplett kompatibel mit allen. Na, hier sehen wir dann nochmal Apex, wie Optimus Prime seinen Kopf bildet, in klein quasi, bevor er den Helm aufsetzt. Ja, und hier oben haben wir noch einen kleinen Text, da könnt ihr gerne pausieren, um euch das nochmal genau anzuschauen. Ja, und ansonsten haben wir auf der Rückseite nichts Spektakuläres. Es ist immer noch wie aus dem vierten Transformers-Film, schwarz. Oben genauso, nichts Besonderes, und unten drunter haben wir gar nichts groß, bis auf Hinweise. So, kommen wir doch jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Bis gleich. So, und da bin ich wieder. Jetzt haben wir hier quasi Optimus Prime einmal aus der Packung herausgenommen. Bevor ich aber die Figur euch zeige, möchte ich euch etwas ganz Interessantes zeigen, und zwar die Packung an sich, in der er quasi aufbewahrt wird. Wir haben hier, wir kennen es schon aus der Combiner Wars Toyline, ein sehr, sehr nettes Feature, und zwar dieser Karton, der in meinen Augen extrem weich ist, also fast Papier. Ja, finde ich ein bisschen schlecht gewählt, aber okay. Unten haben wir es ziemlich weiß, hellgrau, und unten wird es richtig schwarz. Und jetzt möchte ich euch einfach mal zeigen, was hier drin abgebildet ist. Und zwar haben wir hier die ganzen Blueprints der ganzen Headmasters.
Hier sehen wir schon Blaster, Fortress Maximus und ich kann ihn jetzt nicht genau erkennen, könnte Hardhead sein. Dann haben wir hier noch den Sentinel. Hier haben wir den Fahrzeug- oder wie gesagt den Basenmodus von Fortress Maximus. Wir haben hier den Triple Changer von, also den Körper von dem, ja, hier, wie hieß er doch gleich, Sentinel Prime. Dann haben wir hier, was ich sehr interessant finde, Fortress Maximus, der ganz kleine Headmaster, der mittlere, der dann zum Kopf von ihm wird und seitlich dann nochmal alles. Ja, finde ich sehr interessant. Hier haben wir auch noch ein paar kleine andere, die man halt sieht. Was ich halt cool finde, hier haben wir auch nochmal Blaster. Hier haben wir dann den Kopf. Also das heißt der Nebulon, der zum Kopf wird. Und hier, was ich sehr interessant finde, es könnte wirklich eine Anspielung sein, dass das Nightbeat ist. Mal schauen. Lassen wir es mal auf uns zukommen. Ansonsten haben wir hier noch Blaster in seinem Basenmodus und hier halt in seinem Radiomodus. Na, ja, hier haben wir noch ein paar Gimmicks von Sentinel mit seinen Waffen. Ja, das ist erstmal soweit alles, aber wie gesagt, sehr interessant. So viel erstmal zur Packung. Hier in der Mitte haben wir dann nochmal ein paar Planetensysteme. Ja, okay. Erstmal jetzt genug mit der Packung. Jetzt kommen wir doch einfach mal zu der Figur an sich. Die Figur ist wie gesagt in der Leader Class Version. Und um ihn einfach mal vom größten Vergleich zu zeigen, habe ich euch jetzt den Takara Ultra Magnus nochmal daneben gestellt. Größe ist identisch. Der Kopf ist ein ganz klein wenig höher. Ansonsten haben wir hier die gleichen Features und den gleichen Grundaufbau vom Körper. Also er ist nur ein leichter Remold, aber echt super, super gelungen. Wir sehen hier schon die Unterschiede. Die seitlichen Klappen, die sind hier wirklich komplett zu. Finde ich auch sehr gut gelungen, vor allem, dass man hier auch den Trailer richtig gut reingebracht hat. Ansonsten die Arme sind hier komplette Paneele, wie man hier sieht. Und bei Ultra Magnus ist es halt nur die kleine Platte. Ansonsten, was hier auch noch identisch ist, sind die beiden Halterungen hier oben an der Schulter. Wir haben hier natürlich von Ultra Magnus die Möglichkeit, den hochzuwinkeln, weil ein Gelenk drin ist. Dies haben wir aber auch bei Optimus Prime. Dadurch können wir die Waffen quasi direkt von oben auf den Gegner runterschauen lassen. Finde ich schon sehr interessant. Ansonsten hat die Figur auch von den Oberkörpern her sehr viel gemeinsam. Wir haben hier die Möglichkeit, das Chassis komplett aufzuklappen. Und das haben wir hier auch. Also es ist fast identisch. Wie ihr seht selbst, der Trailer ist ein deutlicher Unterschied. Bei Ultra Magnus war er schon wirklich cool und futuristisch. Bei Optimus Prime haben wir wirklich einen deutlich, deutlich größeren und dickeren Grill vorne. Und der ganze Truck an sich ist einfach massiv größer, fast 30%. Aber das ist auch echt gut gemacht. Das kann ich euch auch gerne erklären, wieso. Denn in dem ganzen Fronttrailer haben wir quasi, in dem, ja, in dem Führerhaus, haben wir nämlich noch etwas anderes als nur ein Remold. Denn hier sind Transformationen noch eingebaut, die in dem normalen Ultra Magnus nicht vorhanden waren. Dazu aber gleich mehr. Ja, klappen wir das einfach mal wieder zu. So, wir kennen alle hier auch noch natürlich Ultra Magnus, der hier in seinem Kopf natürlich dann noch den Vektor Sigma klein hatte. Ja, der Optimus Prime hingegen hat jetzt das ganz abgeändert, denn der hat natürlich auch den Kopf, den man komplett auch drehen kann. Der ist also nicht so eingeschränkt wie beim Ultra Magnus, denn man kann ihn wirklich um 360 Grad drehen und man kann ihn hochklappen und dann haben wir den Headmaster drunter. Der Headmaster ist gut platziert und ich finde es auch ziemlich interessant, dass man hier die Augen von Optimus Prime komplett leer gelassen hat. Und wenn man ihn runterklappt, sieht man dann die Augen. Sehr, 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 sehr cool gemacht. Und auch der Brustkorb erinnert sehr stark also von dem Power Master an einen Power Core. Nur eben, ja, nicht mehr so wie früher, dass man den
den Power Master quasi vorne einsetzt. Hier ist der Name Power Master Optimus Prime, finde ich, ein bisschen falsch gewählt, denn Optimus Prime ist hier in dem Sinne ein Headmaster. Die Waffen selbst sind auch an den alten Generation 1 Optimus Prime angelehnt. Nur, dass man hier jetzt ein kleines Gimmick eingebracht hat, nämlich die Seitenstäbe können quasi nochmal in anderen Transformers angebracht werden. Hier haben wir den typischen Schnellkonnektor, wie es damals für die Armada Toyline war. Die ist ja bis heute beibehalten worden. Und das Schöne ist, wenn man das hier hochsetzt, könnte man hier theoretisch einen der Headmaster einsetzen. Das möchte ich euch auch gleich mal präsentieren. Ich habe hier natürlich den Loudmouth. Und den kann man jetzt hier oben perfekt reinsetzen. So, und jetzt haben wir quasi Optimus Prime mit Loudmouth hier oben in dem Waffensystem drin. Finde ich es ziemlich cool, gefällt mir auf jeden Fall. Und ja, wieso auch nicht? Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal zum Rest. Optimus Prime hat im Gegensatz zu Ultra Magnus nicht diese Stäbe hier oben, die für die Transformation wichtig waren. Denn bei Ultra Magnus wird quasi der Arm verlängert und ist dann quasi der Trailer. Das ist bei Optimus Prime nicht nötig. Er hat hier oben diese Pins, die sind aber fest montiert, die kann man auch nicht bewegen. Die Transformation bei ihm ist ein bisschen anders, denn diese Paneele hier hinten lassen sich aufklappen und dadurch quasi alles miteinander verbinden. Die Füße bei Ultra Magnus sind ziemlich flach und relativ unspektakulär. Bei Optimus Prime haben sich was einfallen lassen. Die Details sind enorm und wie ihr seht, sind hier auch sehr viele schöne kleine Gimmicks drin. Was ich interessant finde, ist, ich habe den jetzt mal verglichen mit dem Armada Optimus Prime. Der hat hier diese Kanonen drin und ich finde, das sind zwar pneumatische Stangen, man könnte aber fast sich vorstellen, dass es Laserkanonen sind. Sehr gut auf jeden Fall. Ja, und die Füße sind eindeutig 1 zu 1 Kopien von denen von Ultra Magnus. Ja, kommen wir doch jetzt einfach mal zur Transformation. Ja. Ich werde jetzt erstmal den Ultra Magnus zur Seite stellen und dann sehen wir mal weiter. So, wie gesagt, kommen wir einfach mal zur Transformation. Bevor wir aber zur Transformation kommen, fällt mir gerade etwas ein, was ich euch mal zeigen wollte. Ultra Magnus hatte eine ganz entscheidende negative Eigenschaft. Und zwar, die Waffen haben nie in den Händen gehalten. Man konnte wackeln und dann sind sie runtergefallen. Bei Optimus Prime passiert das nicht. Das ist richtig, richtig cool gemacht. Hier hat Hasbro wirklich echt nachgebessert. Ich kann euch auch erklären, wieso. Wenn wir nämlich mal die Waffe aus der Hand nehmen, sehen wir auch den Grund. Und zwar, zeige ich das mal. Optimus Prime hat nämlich hier in den Händen eine Vertiefung. Und nach Zoom schalte dich scharf. Genau. So, und die Waffe wird quasi mit dem Griff dort hinein platziert. Richtig reingedrückt und dann wird die Hand zugedrückt. Dadurch verschwindet quasi, verschwindet der Griff direkt unten in der Halterung und hält bombenfest. Das gleiche auch bei der anderen Hand. Und die Waffen fallen nicht mehr raus. Ja, gut. So viel zur Verbesserung. Was mir bei dieser Figur hier aufgefallen ist, aber es mag auch daran liegen, weil es ein Sample ist, sie hat ein großes Problem mit den Gelenken. Und zwar, der Arm lässt sich gut bewegen. Was ich aber nicht verstehe, ist, die Figur hat hier wie diese Ratchet Points. Das heißt, normalerweise müsste der knacken und müsste fest sein. Die Hand hier ist aber ganz locker. Mag ein Herstellungsfehler sein, wahrscheinlich. Vielleicht aber, weil es ein Prototyp ist. Denn hier ist es so. Hier hält er deutlich besser. Hier, wie gesagt, überhaupt nicht. Ich denke mal, das kann passieren. Ja, die Waffen nehme ich mal ab. So, und um ihn jetzt zu verwandeln, ist es genauso simpel wie bei dem Ultra Magnus. Mit dem Unterschied, wir ziehen erstmal den Headmaster ab, den ich euch jetzt einfach mal zeigen werde. Wie gesagt, das ist Apex. Der Zoom spinnt, wenn was im Hintergrund ist.
So, das Apex. Und Apex, ja, ist eine ziemlich cool gelungene Figur. Das Gesicht ist wirklich gut gestaltet. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Cup. Cup ist vom Gesicht her fast identisch. Ja, ansonsten haben wir hier die Möglichkeit, ihn aufzuklappen. Und hier haben wir ihn. Im Gegensatz zu den anderen Headmasters ist mir aufgefallen, die Figur hat im Gesicht, na komm, keinerlei Painting. Kann natürlich sein, dass es jetzt nur, weil es eine Probeversion ist, der Fall ist. Ja, ansonsten die Figur hat hier diese Balljoints. Das heißt, hier könnt ihr wirklich den Arm hochmachen und auch leicht nach außen winkeln. Ja, und ansonsten könnt ihr die Figur noch hinsetzen lassen. Das wäre noch möglich. Hier habt ihr auch unten die zwei Ports. Die Ports haben einen gewissen Grund. Das kann ich euch auch gleich sagen. Ihr könnt nämlich bei Optimus Prime zum Beispiel, der hat überall kleine Pins. Diese Konnektoren seht ihr hier. Und da könnt ihr quasi die Figur draufstecken. Und schon habt ihr die Figur befestigt. Diese Ports findet ihr auf der ganzen Figur überall. Das ist echt sehr interessant. Hier außen habt ihr auch nochmal ganz viele Connector-Ports. Hier überall, da, 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 überall. Das ist wirklich sehr interessant. Hier oben habt ihr auch noch welche, da auch. Das heißt, ihr könnt wirklich die ganzen Headmaster dann an ihnen dran placken wie Micromaster. So, das nehme ich jetzt mal ab. So, der Kopf, da kommen wir am besten erstmal dazu, ist eine Neuentwicklung. Diese Neuentwicklung hat hier oben den Connector und hat hier quasi wie so eine Drehangel. Das Schöne ist aber, ihr könnt nicht nur den Kopf hoch und zuklappen, sondern ihr könnt ihn auch noch hochwinkeln. Er hat hier also ein Doppelgelenk drin. Hat seinen Grund für die Transformation, denn das hier wird quasi wie eine Art Station, ja, die ihr quasi nutzen könnt. Im Inneren ist die Figur wirklich auch gut designt. Na, komm schon, zoom, 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 zoom. Selbst da sind ganz viele Details drin, um quasi den Basemodus nochmal ein bisschen interessanter zu gestalten. Ja, ansonsten, die Verwandlung ist einfach. Ihr klappt den Brustkorb auf, öffnet den Brustkorb hier. Und hier sehen wir auch schon die erste Veränderung. Denn im Gegensatz zu Ultra Magnus ist hier kein Cockpit drin. Die Klappe hier oben, die ist bei Ultra Magnus im Kopf befestigt. Die ist jetzt hier einzeln oben. Damit wird das hier verschlossen. Und wie gesagt, hier innen drinne ist riesen Platz. Da kann wirklich ganz viel rein. Es fehlen hier auch ein bisschen die Computer, die halt im Ultra Magnus sind. Das heißt, es ist wirklich komplett neu designt. Und jetzt macht ihr eines. Ihr dreht den Kopf einmal nach vorne. Dreht ihn rum. Dreht ihn runter. So. Und dreht ihn jetzt komplett hinten rein. Es geht manchmal noch ein bisschen schwer. So. Dann wäre er jetzt komplett platziert. Allerdings habt ihr jetzt das Problem, wie ihr seht, ihr könnt den Powermaster hier nicht platzieren. Das heißt, ihr nehmt den Kopf nochmal raus, dreht es nochmal so rum und dreht den Kopf jetzt so nach unten. Was nämlich jetzt passiert ist, ihr habt hier einen Sitz generiert, um den Powermaster da reinzusetzen. Das heißt, ihr könnt ihn jetzt drin platzieren. Na, komm schon. Manchmal will er nicht so richtig. Ah, das habe ich bis jetzt auch noch nicht so ganz herausgefunden, wie ich den am besten befestige. Na egal. Wie gesagt, ich habe das noch nicht herausgefunden, wie ich den ganz genau darin befestige. Bis jetzt hält er nicht wirklich gut. Ich sehe es gerade. Da unten ist ein Schlitz und ihr habt ja hier die Füße. Das heißt, ihr setzt die Figur rein und drückt die Füße einmal hier oben rein. Genau. Und so, jetzt sitzt quasi Apex da drin. Jetzt könnt ihr die Klappe hochklappen. Könnt das einmal zumachen. So. Und jetzt hier nochmal schließen. Und jetzt ist Apex quasi im Cockpit. So. Jetzt wird einmal das Ganze hochgeklappt. Und nach hinten gezogen. So. Und nach hinten weggezogen.
quasi wie bei Ultra Magnus. Dann dreht ihr das Ganze einmal herum. Befestigt es, so. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem einfachen Punkt. Im Gegensatz zu Ultra Magnus wird nämlich das hier nicht innen drin platziert, weil es eine Rampe ist. Das ist hier nicht der Fall. Ihr klappt einmal hier das komplette auf, die komplette Rückenklappe, so. Und hier ebenso. So. Jetzt die Füße einmal nach unten drehen, so. Hier ebenso. Jetzt dreht ihr das hier nach vorne, die Knieschone. So. Dreht jetzt einmal die Füße nach vorne, also nach oben. Dreht das Ganze einmal. Und jetzt ist es wichtig, hier innen drinnen den Connector quasi in dem Plastik zu verstauen. Das heißt, ihr habt hier unten einen kleinen Pin. Der muss quasi richtig so sich verbinden. Dieser Connector der ist hier oben, da. Und den dreht ihr, wie gesagt, jetzt nach oben. Einmal so. Und verbindet ihn. Das war's. So. Jetzt wird das beides miteinander hochgedreht. So. Und miteinander verbunden. Das war eigentlich schon alles. Ja, irgendwie will er heute nicht. So. Dann die Rampe hier hinten zusammendrücken, hochklappen und auch hier innen drinne befestigen. So. Das war eigentlich jetzt schon der schwerste Part. Jetzt ist es eigentlich relativ simpel. Es klappt ja einfach nur die Arme nach oben. So, andere Seite genauso. Und jetzt kommt erstmal der wichtige Punkt. Hier sind kleine Scharniere drin, die ihr miteinander verbinden müsst. So, um dem ganzen Anhänger quasi den Halt zu geben. Jetzt die Arme gerade und miteinander verbinden. So, jetzt wird das rumgeklappt. Heute will er irgendwie nicht so richtig. So, und jetzt klappt er das Ganze einmal herum und runter. Jetzt blockiert er gerade. So, zusammenstecken. Und einmal hier oben diese kleinen Pins. Einmal in die Seite stecken. So. Das gleiche auch nochmal hier hinten. Hier sind auch nochmal zwei Pins. Die werden auch nochmal hier hinten verbunden. Und hier ebenso. So. Und jetzt haben wir theoretisch Powermaster Optimus Prime schon verwandelt. Jetzt haben wir noch hier die Möglichkeit, diese zwei Waffen, genauso wie beim Generation 1 Powermaster Optimus Prime, oben zu befestigen. So. Und ja, auch die Gewehre lassen sich so befestigen. So wie es quasi die schwarzen Gewehre damals beim Generation 1 Optimus Prime war. Finde ich eine sehr coole Hommage auf jeden Fall. Gefällt mir. Und ja, das ist quasi der Powermaster Optimus Prime. Ich zeige ihn nochmal im Vergleich mit Ultra Magnus. Und ihr seht selbst, also das Design ist extrem ähnlich. Und trotzdem gefällt mir der Powermaster Optimus Prime deutlich besser, weil er sieht stabiler, er sieht massiger aus. Das ist halt Geschmackssache, aber trotzdem sehr schön gemacht. Und auch das Design aus dem alten Generation 1 ist wirklich komplett übernommen worden. Absolutes Lob hier an Hasbro, absolut volle 10 Punkte im Fahrzeugmodus, ohne Wenn und Aber. Ja, ansonsten, wie ich schon erwähnt habe, der Truck-Modus ist beim Optimus Prime deutlich größer, man sieht es.
Der ist im Gegensatz zum Ultraman ist wirklich riesig. Und ja, ansonsten, man sieht selbst, das Unterteil bei den Reifen ist ziemlich eins zu eins gleich. Nur nach oben hin ist er anders designt worden. Und auch obendrauf deutlich anders, ihr seht's. Ja, die Grills sind anders. Beim Ultra Magnus finde ich hier vorne die Lampen ziemlich cool, die man auch als ja, Raketen sehen könnte, wie auch immer. Und ja, im Optimus Prime ist es also sehr schlicht gehalten, aber ziemlich bullig. Einfach nur klasse. Ja, man sieht hier auch beim Ultra Magnus und beim Optimus Prime diese angedeuteten Kanonen. Finde ich super. Ja, ansonsten hinten ist es so ziemlich identisch. Na, obendrauf finde ich jetzt beim Optimus Prime das deutlich schöner. Es ist hier wirklich alles zu. Und unten drunter nimmt das auch nichts. Das ist eigentlich auch dasselbe. Ja, Optimus Prime hat aber noch ein kleines Gimmick, was ich sehr interessant finde, und zwar den Basenmodus. Das heißt, ihr könnt ihn richtig in eine voll funktionsfähige Basis verwandeln. Dazu nehmt ihr jetzt erstmal die Waffen ab. So. Jetzt ist es ein bisschen komplizierter. Wir müssen nämlich wieder jetzt in den Robotermodus teilweise switchen. Das heißt, wir öffnen hier oben die Planken, lösen die, drehen die nach außen. Erst einmal. Die Scharniere lösen wir hier vorne wieder. Die klappen aber jetzt nicht komplett zusammen, denn das wird eine Rampe. So. Dazu drehen wir jetzt, nachdem wir hier unten die Scharniere erstmal so gedreht haben, wir die Beine nach unten. So. Lass die hier unten einrasten. So. Jetzt ist es eigentlich relativ schlicht. Ihr klappt den Brustkorb nicht komplett nach oben, sondern nur zur Hälfte. Klappt jetzt die Beine auseinander. Die Scharniere werden nach vorne geklappt. So. Jetzt die Beine nach oben zur Seite winkeln. Die Beine werden nach vorne gewinkelt. So. So, jetzt kommt ein kleiner Trick. Er steht ja ziemlich floppy hier. Das ist also nicht so toll. Deswegen drehen wir jetzt die Seite rum. Und hier unten sind jetzt im Gegensatz zu Ultra Magnus ein Ständer, der quasi ihn besser miteinander verbindet. Jetzt drücken wir das einmal nach hinten und drücken ihn nach oben. So. Das heißt, wir haben hier ihn aufgebockt. Das ist auch zwingend notwendig, ansonsten steht er im Basenmodus nicht gut. So, jetzt drehen wir hier hinten die Rampen nach unten. Drehen jetzt die Arme. So. Genau, so. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, den ganzen Trailer vorne zu öffnen. Autsch! Das ist das einzige Negative an diesem ganzen Roboter-Modus, wie auch immer. Er ist sehr fragil, was die Beine angeht. Das heißt, ihr klappt jetzt erstmal so ganz normal den Kopf auf. Lasst den jetzt mit dem Ständer hier unten quasi ausgeklappt. Lasst das offen. Und ja, jetzt ist eigentlich der ganze Trick dabei. Ihr dreht den wieder rum. Na, heute will er nicht. Dreht jetzt hier hinten das nach unten. So. Jetzt könnt ihr, steht nicht in der Anleitung drinne, dennoch das einmal so rumdrehen. Ich finde es trotzdem sehr interessant, deswegen habe ich es jetzt einfach mal in die Verwandlung mit aufgenommen. Denn hier oben könnt ihr nämlich den Power Master reinsetzen. Dann könnt ihr jetzt den,
Ja, das mit den Gelenken ist irgendwie schlecht gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Man merkt eindeutig, dass diese Ratchets hier drinnen nicht so sind, wie sie sein sollten. Dadurch sind die Beine nicht wirklich synchron. Aber vielleicht ist das bei dem finalen Produkt dann deutlich besser. Jetzt werden die Kanonen genommen. Die werden jetzt hier außen in die Räder gesteckt. So. Und die Kanonen hier. Die könnt ihr jetzt quasi hier in die Seite stecken. So. Und hier auch nochmal. So, und schon haben wir Optimus Prime im Basenmodus. Ja, sehr schlicht gemacht. Es ist jetzt nichts Weltbewegendes. Trotzdem aber eine schöne Idee. Wer den Generation 1 Optimus Prime kennt, weiß ganz genau, dass es quasi auch dort eine ähnliche Transformation war mit dem Bein. Wir haben jetzt natürlich noch die Möglichkeit, hier den Apex zum Beispiel hier oben in die Kanonen reinzusetzen. Loudmouth setzen wir jetzt auch mal hier rein. So, jetzt haben wir zwei Headmaster quasi in den Kanonen. Einmal dort und einmal dort. Und was natürlich auch sehr schön ist, ihr könnt die Headmaster ansonsten auch überall platzieren. Zum Beispiel Apex könnt ihr jetzt nehmen und könnt ihn jetzt hier oben in den Kommandoport reinstellen, zum Beispiel. Was ihr auch machen könnt, ist, ihn überall auf die Konnektoren zu stellen. Die Konnektoren findet ihr hier überall. Das heißt, ihr könnt wirklich sagen, okay, ihr stellt ihn jetzt hin und dann bleibt er auch wirklich stehen. Das ist sehr interessant, denn so kann man wirklich dann die Micro Station quasi bevölkern, ohne dass sie auch wieder andauernd umfallen. Das Schöne ist auch, dass die Ports hier außen mit dem Fortress Maximus verbunden werden. Und dann hat man hier quasi die kompletten ja, Wege miteinander verbunden. Auf jeden Fall sehr cool. Ich finde, auch von der Farbgebung her ist er echt extrem gut gelungen. Was ich vielleicht ein bisschen abgeändert hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte hier unten ein bisschen mehr Farbe vielleicht reingebracht und den Apex ein blaues Visier zum Beispiel gegeben. Ansonsten ist die Figur super toll designt. Ich muss sagen, eine eindeutige Kaufempfehlung. Wie der Preis in Deutschland sich zeigen wird, weiß ich noch nicht. Da es eine Leader-Class-Figur ist, gehe ich mal von 59 bis 65 Euro in etwa aus. Die Figur an sich ist ja, 10 von 10 Punkte wert. Die Headmaster sind super geiles Feature, auch mit den ganzen Ports. Echt super geil gemacht. Sollte ich in der Transformation irgendwo einen Fehler gemacht haben, dann tut es mir leid. Ich habe es versucht, so eins zu eins von der Beschreibung umzusetzen. Ja. Ja, das wäre es eigentlich soweit heute von mir. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Der Titan Returns Optimus Prime ist, wie gesagt, in den nächsten Monaten im Handel erhältlich. Holt ihn euch. Ich werde mir definitiv alle Figuren davon holen, denn sie sind endlich das, was ich mir wirklich gewünscht hatte. Hasbro geht hier den richtigen Weg. Erst die Combiner jetzt neu rausbringen als Combiner Wars, die es früher gab. Das gab es lange, lange Zeit nicht. Jetzt mit den Headmasters, super geile Idee. Und ja, in Verbindung zum Beispiel jetzt mit den Fahrzeugen, die dann auch so kleine Vehikel dann darstellen für die Headmaster und in Verbindung mit dem Basenmodi finde ich super geil gemacht. Es passt. Man hat hier wirklich eine schöne kleine Spielwelt, gerade für Kinder, echt super toll. Wer noch die Micromaster aus den 80er Jahren kennt, wo man wirklich wusste, die Raumschiffe und alle haben sich in Basen verwandelt oder Overlord zum Beispiel, der hatte natürlich dann in Verbindung mit den kleinen Micromastern, richtig tolle Spielwelten. Und hier hat Hasbro es wirklich geschafft, zwei unterschiedliche Toylines wirklich in einem zu vereinen. Das heißt, die Micromaster, die Headmaster, super, super toll. Ja,
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like hinterlasst und ansonsten bin ich für Kritik natürlich immer zu haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich hoffe sehr, dass ich euch demnächst noch einige von den neuen Titans Return präsentieren kann. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Rex4.